gestern, subhanallah, war ich in Hagen gewesen, ich habe da einen Vortrag gehabt. Und da habe ich einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Der Hadith heißt, Kullu ummati yadkhulun al-Jannah illa man aba. Jeder von meiner Umma wird ins Paradies kommen, außer derjenige, der sich weigert. Und dann fragten natürlich die Gefährten, ja Rasulullah, wa man aba? O Gesandter Allahs, wer ist denn derjenige, der sich weigert? Und da meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man atani dakhala al-Jannah, wa man wer mir gehorcht, geht ins Paradies und wer sich mir widersetzt, der hat sich geweigert. Weil ich komme gestern dort an, ich hatte nochmal ein ganz anderes Thema, ich hatte nochmal das Thema von heute vor, nur als Ibra, als Ermahnung, als Nasiha, als guter Ratschlag, damit wir uns wirklich Gedanken über uns selber machen. Ich komme dort an und da ist wie auf einem Straßenfest die Musik am Laufen. Ich denke, wo bin ich hier gelandet? Und dann musste ich wirklich über einige Dinge sprechen. Und dann habe ich erwähnt in dieser Khutba, ich habe gesagt, wie ist es jetzt bei dir? Zum Beispiel, und ich frage das hier nochmal, auch nochmal. Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Leute, die den Islam richtig verstanden haben, ja, sie waren, viele von ihnen waren Alkoholiker und haben Alkohol getrunken. Und es kam der Vers herab, innamal khamru wal maisiru. Und so weiter, Rissun min al-amali shaitan, wo Allah erwähnt, dass der Alkohol eine Unreinheit ist, verboten ist, und sie haben die Sachen ausgeschüttet. Und sie sind gerade noch am Trinken. Sie sind gerade noch am Trinken und sie schütten das aus. Der Prophet sieht einen Mann, der Gold trägt, einen goldenen Ring, und er zieht diesen goldenen Ring aus und wirft diesen weg. Wir wissen, es ist verboten für die Männer im Islam Gold zu tragen. Und danach sagt jemand zu ihm, hebe den Ring doch auf. Dann sagt er, ich würde niemals den Ring sinngemäß aufheben, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat. Dann erwähne ich an diesem Tag, habe ich erwähnt, dass diese Religion bei uns nur Angewohnheit ist. Es ist nicht, was sagt Allah, was steht im Koran, was sagt der Gesandte Allah, sondern es ist nur, was sagt der Nachbar. Hat der Nachbar kein Problem damit, dass mein Sohn eine Freundin hat? Kein Problem, habe ich auch kein Problem. Hauptsache, der Nachbar tadelt mich nicht. Aber hat der Nachbar damit ein Problem, dass meine Tochter in die Disco geht? Dann sage ich, meine Tochter darf nicht in die Disco gehen, sonst könnten die Nachbarn schlecht über mich reden. Das ist Islam bei den Leuten, bei den meisten Menschen. Und dann habe ich erwähnt, bist du bereit? Bist du bereit, wenn ein Hadith zu dir kommt, vom Gesandten Allahs, wo der Gesandte Allah sagt, bete so, und wo der Gesandte Allah sagt, dies ist verboten, und wo der Gesandte Allah sagt, du musst das so machen, dass du sagst, sami'na wa ata'na, wir haben gehört und wir haben gehorcht. Bist du bereit dazu? Oder ist die Religion nur Angewohnheit bei dir? Das, was die Leute machen. Ja, du siehst zum Beispiel, brauchst du in ein islamisches Land zu gehen, wir wissen genau, Minimum bei der Frau, was zu sehen, was verdeckt sein muss, ist bis auf Gesicht und Hände. Minimum. Andere Gelehrte sagen auch Gesicht und Hände. Im Madhab Shafi'i, Madhab Hanbali beispielsweise, Gesicht und Hände sind auch zu. Aber sagen wir Minimum, Gesicht und Hände. Du siehst, die Frau geht auf die Straße, arbeitet etwas, bringt die Sachen raus, dann hat sie das Kopf nach hinten gebunden, man sieht den Hals, zieht sich die Ärmel bis zur Schulter, zieht sich den Rock bis zum Knie. Warum? Weil es sagt keiner was. Interessiert nicht, was ist bei Allah erlaubt, was ist bei Allah verboten, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, interessiert nicht. Und wallahi, achi, wallahi, ich erwähne diesen Hadith, überleg mal, wo der Prophet sagt, wenn mir gehorcht, geht ins Paradies und wer sich mir widersetzt, geht in die Hölle. Und ich kann noch ganz andere Verse aus dem Koran bringen. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Es geziemt nicht für einen gläubigen Mann und eine gläubige Frau nicht, wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dass sie darin eine andere Wahl treffen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, ist im deutlichen Irrtum. Wir haben einen geraden Weg und wir haben den deutlichen Wuchtum. Das ist der Weg, den die Hölle führt. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der wird in die Hölle gehen und dort ewig bleiben. Du erwähnst diese Sachen
und ich erwähne dort und erkläre es mit praktischen Beispielen. Ich habe erwähnt, subhanallah, weil wegen dieser Musik, weil geht nicht, ich kann nicht dahin kommen, höre den größten Munkar und sitze da. Frauen dort, Männer dort, das geht doch nicht. Und dann habe ich den Hadith erwähnt vom Propheten, wo er sagt, Sahih al-Bukhari. Was heißt Sahih al-Bukhari? Ist das authentisch? Alhamdulillah. Es wird auf jeden Fall. Das heißt, wird auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall Leute geben von dieser Umma. Auf jeden Fall, die werden Zina für erlaubt erklären. Seide für erlaubt erklären. Alkohol für erlaubt erklären. Musikinstrumente, Ma'azif, sagt Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, für erlaubt erklären. Das heißt, ist die Halal, heißt eine Sache, die Haram ist, macht der Halal, nennt der Halal. So, jetzt habe ich gesagt, wir sehen Al-Hirra, die Sina sehen wir. Der Sohn kommt mit der Tochter nach Hause. Oder du fragst einen jugendlichen Muslim, hey, hör mal, du hast eine Freundin. Und sagt er, ja, ich bin ein Mann, ich muss wissen, wie das geht hier. A'udhu billah. Das ist genau das, was du siehst. Du sagst Seide, interessiert sowieso keinen. Du sagst Alkohol, dann sagt er, ich trinke Raki, kommt aus der Türkei. Das kann man ganz ruhig trinken. Du sagst, oder was weiß ich, irgendwas anderes. Oder ich trinke ja nur ein bisschen. Oder ja, warum nicht? Also ich habe mich unter Kontrolle. Siehst du heute Muslime, die so reden? Und Ma'asif, Musikinstrumente. Ich erwähne diesen Hadith. Dann erwähne ich ein praktisches Beispiel. Ich habe gesagt, wenn Allah etwas für verboten erklärt und wenn der Prophet Sassam etwas für verboten erklärt, was sagen wir dann? Erste Sache, warum ist es verboten? Probe. Probe, erste Sache. Warum? Weil Allah sagt im Koran ganz eindeutig, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch zu proben, wer die besten Taten macht. Allah weiß schon, aber du weißt es danach, weil alles geschrieben wird, was du getan hast. Jetzt, zweite Sache ist, alles was verboten ist, weißt du, dass es schädlich für dich ist. Denn Allah sagt im Koran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du elend bist. Jetzt, subhanallah, weißt du, wenn irgendetwas verboten ist, weißt du, es ist schädlich für dich. Bei einigen Dingen ist das offensichtlich. Zum Beispiel, Alkohol, weiß genau, Deutschland gibt so viele Alkoholiker, Drogen, Raub, Mord, Vergewaltigung, du weißt, warum ist es schädlich? Das erkennt jeder Mensch, der sogar blind, taub und stumm ist. Aber andere Sachen, du erkennst es vielleicht nicht. Warum ist das verboten? Warum Musik? Warum Musikinstrument? Das sind nicht meine Worte. Das ist das Wort vom Propheten sallallahu alaihi. Und wenn du jetzt ein schlechtes Gefühl im Herzen hast, dann gehörst du zu den Leuten, die die Hadithe vom Propheten nicht akzeptieren, Achi. Wenn du sagst, ja, vielleicht können wir anders verstehen, dann bist du schon der, der den Ausweg sucht. Jetzt, ich erwähne das und dann habe ich von mir ein praktisches Beispiel gebracht, weil ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin kein Prophet, ich bin kein Heiliger, ich bin jemand, der Fehler macht. Und da habe ich erwähnt, dass man mich das Fernsehen aufgenommen hat und die haben von mir einen alten Boxkampf gezeigt und ich sollte den kommentieren. Und da haben sie gezeigt, wie ich in den Ring reingekommen bin mit dieser Einmarschmusik. Diese so richtige Extrem-Hip-Hop-Musik. Ja. Ganz extrem. Ich meine, vielleicht wird das noch jemand sehen, wenn das im September im Fernsehen kommt. Und ich habe das dann gehört, weil ich wollte das jetzt kommentieren und ich habe jetzt auch nicht so richtig dran gedacht. Ja, normalerweise soll ich das Ohren zuhalten, ja. Aber ich sage dir eins, subhanallah, diese Musik, einmal, die hat mich bestimmt noch eine Woche oder so mit begleitet. Glaubst mir, du kriegst das eine Woche im Herzen, dieses Gefühl, dieses cool und hin und her. Wirklich. Du weißt gar nicht, was die Sachen, die für dich verboten sind, was die für einen Einfluss für dich auf dich haben. Jetzt, was ist, wofür erzähle ich das? Ich sage, Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und dann mal was anderes. Schau dir mal die ganzen Musiker an. Shep Khalid, Shep dies, Shep das. Schau dir die mal an. Schau dir mal die Leute an, die meisten, die mit Musik zu tun haben, wo denen ihr Ende ist. Schau es dir mal an. Ausnahmen besteht in der Regel. Wir haben auch Leute, die Alkohol trinken, die nicht als Alkoholiker enden. Wir haben auch Leute, die Alkohol trinken, die nicht gegen den Baum fahren. Aber schau dir mal die meisten an. Schau dir mal 90% der Leute an. Deswegen, daran siehst du, was diese Sache, Musikinstrumente vielleicht für eine Wirkung auf dich haben, was du vielleicht gar nicht erkennst. Weil einige Sachen erkennst du, andere nicht.
Ein kleines Kind erkennt auch nicht, warum ist die Spritze gut, das sieht nur den Einstich. Aber du als Erwachsener bist weiser als das Kind, du erkennst den Nutzen. Genauso Allah subhanahu wa ta'ala ist unendlich weiser als wir, unendlich wissen als wir, weiß alles und weiß, was gut für dich ist und was schlecht. Jetzt, ich sage subhanaka lahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Auf jeden Fall, ich beende die Khutbah, was ist passiert? Da geht die Musik wieder an. Ding, 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 ding. Ey, hör mal, da denkst du doch wirklich, wo bist du hier gelandet? Da denkst du, wofür bist du überhaupt hier? Wofür machst du überhaupt, wofür erzählst du überhaupt was? Bist du hier der Pausenclown oder wie? Im Endeffekt, für uns ist das egal. Uns obliegt nur die deutliche Verkündung. Aber das Problem ist, Achi, das Problem ist, Bruder, was mir wehtut. Und ich konnte gestern bestimmt, ich weiß nicht, wie lange ich noch mit meiner Frau darüber geredet habe, ich glaube bis 2 Uhr nachts. Ich konnte es nicht fassen. Achi, du musst dich fragen, wo bist du bereit, von deiner Religion etwas zu akzeptieren, was nicht gegen deine Kultur ist, die vielleicht gegen Islam ist. Weil wir haben viele Sachen mit reingeschleppt, die mit unserer Kultur vom bestimmten Land zu tun haben, aber die nicht Qal Allah, Qal Rasulullah sind.